Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, und ich habe die Zeit genutzt, nochmal zwei Folgen für euch hochgeladen und ich habe mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, wie ich es mir dachte. Also, der letzte Kern ist wohl hier auf dem Turm, den ich noch nicht einschalten kann. Sprich, erst wenn hier die Hauptquest abgeschlossen ist. Informiere dich über die Hubologen. Ja, und die anderen sind hier halt überall in der Welt verteilt. So. Aber da ich ja in den letzten Folgen viel Munition verballert habe, schön, dass hier was rumliegt. Wo haben die denn hier? Müssten die doch auch haben. Wer ist denn hier? Halt dein Messer immer geschärft. Schlampige Arbeit mag niemand. Bist du die Oberschenkel am Trainieren oder was? Warte mal, da muss ich durch, ne? Hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Wer ist denn hier oben? Einerseits ist das natürlich cool, ne, weil das hier riesig ist. Auf der anderen Seite Marketplace. Ja, woher weiß ich, dass es den Marketplace gibt? Weil ich geguckt habe, wo die Scheißkerne sind. Und einer ist wohl hier auf dem Marketplace, aber da will ich sowieso hin. Nukatown Markt. Hancock. Der Typ, der die Camps verkauft, ist ein bisschen schräg. Direkt hier. Ein Starkern. Gut. Haben wir den. Habt ihr Vorräte? Jetzt habe ich das. Hier gibt's für jeden was. Schaut mal. Hey Boss, es war toll, Cole da abkratzen zu sehen. Er hat mir eine Heidenangst gemacht. Von dem hatte ich Albträume. Was für ein Halsband? Wie war er so? Mit einem Wort, gewalttätig. Von den anderen Raidern wirst du hören, dass er ein bisschen zu bequem wurde. Auf jeden Fall war er jemand, mit dem ich es mir nicht verscherzen wollte. Genau wie ich es mir mit dir nicht verscherzen will. Gute Einstellung. Ich will niemandem Albträume verschaffen. Gott sei Dank, dann werde ich wesentlich besser schlafen. Also, was hältst du davon? Nuka World anzuführen, meine ich. Muss ziemlich schwierig sein, diese ganzen Raider auf Linie zu halten. Was? Meinst du vielleicht, ich schaff das nicht? Was? Nein, das wollte ich nicht. Ich meine, ja, natürlich schaffst du das. Wie du es Coulter gezeigt hast. Ich glaube, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst, Boss. Aber du hast bestimmt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu reden. Oder möchtest du was kaufen? Was hast du vorrätig? Eigentlich von allem etwas. Vorräte, ein paar Komponenten, solche Sachen. Also, was brauchst du? Klar, ich schau mal, was du hast. Sofort, Boss. Boah, bist du ein Arschlecker. So, was haben wir denn hier? Intelligente Splittergranate. Die intelligente verhindert Explosionsverletzung. Ja, okay. Also. Eine Granate von Dummies. Alles klar. Waffen hast du nix. Boah, guck mal hier, ey. Hast du auch was hier mit Sternen dran? Nee, also auch nicht. Gut, dann
brauche ich. Die brauche ich. Gleisnägel. Gleis. Super. Das ist aber günstig bei dir. So. Wollen wir mal wieder was loswerden, ne? Oh, ich knack gleich die 40.000. Ei, scheiße. Schrot. Ja, gut, passt. Reicht. So, wen haben wir denn hier noch? Hier geht's wieder raus, ne? Ja. Oh, hallo Boss. Glückwunsch zu der Sache mit Coulter. Ich bin mir sicher, du schaffst das hier. Warum gratulierst du mir? Ist ja nicht so, dass du gehen darfst. Ehrlich gesagt, kenne ich dich noch gar nicht, Boss. Tut mir leid, ich bin so nervös. Sollte nicht respektlos sein, Boss. Ich weiß nur nicht, welchen Stand ich bei dir hab und will dich nicht verärgern. Das und, naja, wir haben uns alle schon gefragt, wie du diesen Ort führen würdest. Also, das ist jetzt deine Show. Du kannst tun und lassen, was du willst. Was ist mit dir los, Hancock? Coulter weitermachen? Oder aber du könntest, tja. Kamera geil, oder was? Die Raider beseitigen, wenn du nicht so ganz damit einverstanden bist, wie es läuft. Bist du verrückt geworden? Lass mich bitte ausreden. Die Banden hier gehen sich sowieso schon an die Gurgel. Du könntest deinen eigenen Hals riskieren und versuchen, sie davon abzuhalten, sich auseinanderzunehmen. Oder das Richtige tun und sie unter die Erde bringen. Letztendlich führst du diesen Ort von deinem schicken Haus auf dem Berg da drüben an. Nur musst du jetzt nicht mehr mit einer Knarre unter dem Kopfkissen schlafen. Ich müsste sie alle töten? Nein, natürlich nicht. Wenn du es ernst meinst, musst du die Anführer der Banden ausschalten. Das bedeutet, Nisha, Mason, Max und Max Bruder William kriegen eine Kugel in den Kopf. Danach brechen die Banden zusammen und Nukatown wird wieder ein freier Handelsposten. Ich red hier draußen lieber nicht mehr darüber. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Naja, ich bin das, was hier einem Arzt am nächsten kommt. Ich behandle Raider, Händler und Reisende. Ich habe auch medizinische Vorräte, falls du die suchst. Ein Arzt? Wie bist du hier gelandet? Tja, ist eine lange Geschichte. Ich habe in einer Siedlung im Westen gewohnt. Coulter griff uns mit seiner Bande an, als er noch eine hatte. War ein harter Kampf. Hancock, geh doch mal aus dem Bild. Wir haben einige von ihnen getötet und sie einige von uns. Es gab Verwundete auf beiden Seiten, aber keiner konnte zu ihnen. Ich habe eine Waffenruhe vereinbart, um mich um die Verletzten zu kümmern. Hab ein paar Leben gerettet, auch Coulters. Als er hier ankam, nahm er mich zur Seite. Meinte, wenn ich mitkäme, würden seine Jungs unsere Siedlung in Ruhe lassen. Jetzt bin ich hier zu Hause. Also, kann ich was für dich tun? Behandlung oder Vorräte? Ich brauche ein paar Vorräte für meinen nächsten Einsatz. Hier ist mein Angebot. Ja, das ist ja, ne? Antiseptik. Ja, nee, du hast nichts Großartiges. Also prinzipiell, ne, ist die ist der Vorschlag gar nicht mal so uncool. Impro-Pistolen 40. Allerdings. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Ich mach keinen Ärger. Du hast Corona, ne? Spannend oder ab.
gehen. Wären die Raider nicht, würde ich mal mit meinen Kindern vorbeikommen. Ja, ich bin der Chef, ne? Ich darf einfach alles so mitnehmen. Hier gibt's Vorräte aller Art. Füllt eure Bestände auf. Bin weit gereist, um diesen Ort zu sehen. Naja. Nur da, um ein paar Vorräte abzuholen, Boss. Hey, ja, ich bin zum Handeln hier. Aber ich werde keine Sekunde lang unvorsichtig sein. Was kann ich für dich tun, mein Bester? Was hast du vorrätig? Die Medizin, die du brauchst, um frei zu sein. Ich habe alle möglichen Camps für dich, Boss. Sag einfach, was du brauchst. Mhm. Dann lass mal sehen, was du so hast. Verstanden, Boss. Ich mag das nicht, hier mit Boss die ganze Zeit angeredet zu werden, ne? Aber... Und der Vorschlag hier, die Raider aus der Gleichung zu entfernen, der ist erstmal ganz toll. Was hast du denn hier? Komm, hier ein Bloodpack? Ja, passt. Gebe ich dem mit dem Bombenhalsband, gebe ich... Nehme ich das wieder mit. Du bist nur ein Ödlandreisender, ist okay. Die Raider erzählen andauernd von Blutwürmern. Hoffentlich finde ich nie raus, was das ist. Du verschaffst den Unternehmern ein gutes Leben, was, Boss? Hey, Boss! Du hast Coulter echt eine Abreibung verpasst. Das war mal was. Dann sind seine großen Pläne für den Park wohl mit ihm gestorben. Große Pläne, was? Beinhalteten die auch, in der eigenen Arena getötet zu werden? Natürlich nicht, Boss. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsamer, träger. Coulter verlor die Motivation. Warum war ihm denn alles egal? Ist was passiert? Einige Banden dachten, dass er vielleicht zu bequem geworden wäre. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem gut. Verdammt! Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Dryrock Gulch eine Chance. Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen, also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Dryrock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt noch leben. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen, damit wir wieder Saft haben? Du scheinst gut über Coulters Pläne Bescheid zu wissen. Ja, schon. Coulter brauchte meine Hilfe dabei, das Kraftwerk wieder anzuwerfen. Ich bin so etwas wie der inoffizielle Chefhandwerker hier. Oder zumindest so ähnlich. Man könnte sagen, dass ich durchaus Interesse daran hätte, dass der Strom wieder läuft. Also, was sagst du? Ziehst du es durch? Coulters Plan, meine ich. Strom klingt gut. Coulters Plan war gut. Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Hab eine Menge Arbeit reingesteckt. Hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden. Klingt gut. Wie lange bist du schon hier? Rund 20 Jahre, denke ich. Ob's mir gefällt oder nicht. Nuka World ist mein Zuhause. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Die Händler hier sind nicht besser dran als Sklaven, arme Schweine. Hier gibt's Waffen und Munition. Auf dem Markt ist ziemlich viel los. Mit Bombenhalsband, ne? Entschuldigung? Wen haben wir denn da? Willst du meinen bescheidenen Marktstand mit deiner Anwesenheit beehren, o großer Boss? Was ist dein Problem? Sagen wir einfach, die Situation in Nuka World war noch nie das, was ich gerecht nennen würde. Wir machen die ganze Arbeit. Dann heimsen die Banden alles ein. Gutes Geschäft, zumindest für euch. Aber es ist wohl egal, was ich denke, oder?
Solange ich dieses Halsband trage, bin ich nichts weiter als ein Sklave. Ja, aber du bist ein Sklave, der noch alle Gliedmaßen hat. Vorerst. Du hast recht. Das Leben ist wunderbar. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Also, wenn du Waffen oder Munition brauchst, sprich mit mir. Und bevor du fragst, ja, jeder zahlt. Selbst du. Wieso muss ich für das Zeug bezahlen? Ich bin schließlich der Overboss. Wie jeder mag, braucht auch dieser Ort hier Kronkorken. Ob nun für Zahlungen, Bestechungen oder sonst was. Nichts für ungut, Boss, aber so läuft es hier nun mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Klar. Jo, der Aaron. Was hat er denn? Splatterkanone. Erhöht der Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Finde ich gut. Allerdings habe ich nur 7 Schuss. Und ich glaube, ich habe schon so eine gekriegt, ne? Eine Karotte hat er. Mal hier die 10 mm. Mal hier, 1000 Dinger. Nimm ich, alle. Und hier Gleisbolzen. Gib her. So, jetzt können wir auch mal handeln. Da, ja, guck. Kannst du haben. Kannst du haben. Das ist echt angenehm mit der Mod, ne? Kronkorken, Kryogranate, Laser. Da, Macheten brauchst du auch. Minigun. Jetzt kriege ich schon Kohle von dir. Ah, bist du drüber. Was hast du denn noch? 240. Hier, Schrottasse. Planken. Bitteschön. Dann passt das. Hast du deine Kronkorken? Was ist mit dir? Hast du diesen verrückten Flaschenroboter gesehen? Ja, dann sind wir einmal drüber. Gut. Stems, Camps und andere nette Sachen. Greift jetzt zu. Der Rudelveteran. Tja. Die Bosse umbringen. Find ich eigentlich eine gute Idee. Ich hab keinen Bock. Mich kotzt das schon an, dass sie mich alle hier Boss nennen. Die Ladezeiten hier sind deutlich länger. So. Ich würde gerne zum Hubologen. Wo muss ich da lang? Von mir aus rechts. Willkommen in Nuka World. Angeblich haben hier Supermutanten angegriffen. Die bauen gerade alles wieder auf. Kinderspiel. Wenn noch was da ist. Wie verlässlich ist deine Quelle? Verlässlich, Schenk. Ich erzähl dir keinen Müll. Und ich möchte, dass es auch so bleibt. Hier, das ist für dich. Wenn du noch was erfährst, dann... Schenk, du erfährst es als Erster. Du bist also der neue Overboss. Ich glaube, wir beide werden in Zukunft viel zu besprechen haben. Echt? Warum gehst du dann weg? Das Sagen zu haben ist ein echter Balanceakt. Ich beneide dich nicht. Aha. Und was ist das hier? Informationsterminal.
Geschichte. Ah, komm, habe ich jetzt gerade keine Lust. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel. Was sagt sie? Nimmt nur Wölfe auf. Ach, Schaf oder Wolf? Meint die Tiere. Ich dachte schon, die wollt mich. Messerklaue. Hey, hab was entdeckt. Das finde ich immer so geil, wenn das in der Hütte am Regnen ist. Wer ist das denn? Hallo. Entschuldigung, Sir. Bist du glücklich? Wirklich glücklich? Wieso nennst du dich Gereinigter? Ich wurde von allen Neurodünen gereinigt. Daher brauche ich meinen Geburtsnamen nicht mehr. Ich habe mich in Gereinigter umbenannt. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du wirklich glücklich? Was zur Hölle sind Neurodünen? Sie sind wie Geister, die in deinen Kopf eindringen. Sie benebeln deine Gedanken und hindern dich daran, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und? Bist du wirklich glücklich? Ah, ein Scientologe. Ich glaube, ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. Die Herbologie ist der Weg zur Erleuchtung. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Aha. Was ist Herbologie? Die Herbologie ist eine Wissenschaft, die das Ziel hat, das wahre Potenzial des menschlichen Geistes zu entfalten. Sie bringt jenen, die ihrem langen Weg folgen, wahres Glück und Frieden. Dara kann das viel besser erklären als ich. Sie ist ein AHS-9. Komm mit und sie wird all deine Fragen beantworten. AHS-9? Ist es eine Art Code? Das ist ihr Rang im Großen Rat der Herbologie. Ich bin nur ein AHS-6. Sie sitzt im Zentrum des Großen Rats. Du kannst ihr all diese Fragen stellen. Folge mir. Hi. Du solltest dir deine Frage für Dara aufheben. Warum hat denn dir das nicht gefallen? Ich meine, mir gefällt das auch nicht. Ne? Das ist wieder irgend so ein Sektenführer hier, aber... Ja, geh mal schon mal vor. Tja, aber hier ist nicht viel.
Trip to the Stars. Könnten auch Aliens sein, ne? Sprich mit Jack Cabot über das Artefakt. Hubologenlager. Wie ich sehe, hast du einen neuen Rekruten dabei. Ich danke dir, Gereinigter. Wenn du Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchst, kann die Habologie dir helfen. Ich hoffe natürlich, dass du dich uns anschließt. Aber auch falls nicht, brauche ich jemanden wie dich. Aha. Habologie? Was ist das? Vor dem großen Krieg entwickelte ein brillanter Schriftsteller namens Dick Hubble eine Methode, den menschlichen Geist zu erweitern. Durch den Prozess der Ausrichtung konnte er seinen Anhängern große geistige Kräfte verleihen. Ich bin seine direkte Nachfahrin und Hüterin der Geheimnisse, die als Habologie bekannt sind. Wenn du Interesse hast, dich uns anzuschließen, sprich mit Phil wegen einer Ausrichtung. Wir können dir helfen, inneren Frieden und Glück zu finden, die unglaublichen Kräfte des Geistes zu meistern. Ihr seid ein Haufen religiöser Spinner. Wie schade, dass du nicht bereit bist, mehr über die Wahrheiten der Habologie zu erfahren. Aber für meinen Auftrag musst du nicht gläubig sein. Du musst nur 5 Raumanzüge aus dem Vault-Tec-Bereich in der Galactic Zone beschaffen. Ich zahle dir dafür 200 Kronkorken. Die habe ich schon. Wozu braucht ihr denn Raumanzüge? Naja, ich kann's dir wohl sagen. Sie schützen uns im bevorstehenden Kampf. Ich will mehr für den Job haben. Okay. Ich gebe dir 250 Kronkorken. Ich hab sie schon hier. Hab, sei Dank. Es war wahrhaftig Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Hier ist deine Bezahlung. Da wäre noch etwas anderes. Wir müssen das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Hilfst du uns? Aha. Wieso wollt ihr das Raumschiff erobern? Das ist ein wichtiger Bestandteil der Habologie. Es ist uns vorbestimmt, es fliegen zu lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist nur für AHS-7-Mitglieder bestimmtes Geheimwissen. Erzähl! Du weißt, dass das kein richtiges Raumschiff ist, oder? Dein Geist wird von Neurodünen beschränkt. Mit meinen erweiterten geistigen Fähigkeiten würdest du die Wahrheit über das Raumschiff erkennen. Aha. Zusammen können wir das Raumschiff übernehmen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sagen wir es den anderen. Leute, kommt her! Bildet das Rad! Bildet das Rad. Ich meine, der Typ, der Scientology erfunden hat, der hieß auch L. Ron Hubbard oder so. Und der hat auch von irgendwelchen Außerirdischen geglaubt, wo die Menschen von Außerirdischen... Es ist soweit. Der große Plan des Hub kann in die nächste wichtige Phase treten. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Wir können den Schrottplatz befreien und uns das holen, was wir brauchen. Dank unseres Söldners haben wir Raumanzüge, die uns vor den Roboterwachen schützen. Also rein in die Anzüge und holt eure Waffen. Wir haben einen Söldner, der uns in den Kampf führen wird. Wir sind am Anfang vielleicht etwas eng. Aber sie schützen euch. Also nochmal zurück. Der glaubte, beziehungsweise der war erstmal war der Science-Fiction-Autor
Und dann ist er davon ausgegangen, dass Aliens hier in Vulkane oder was reingefallen sind. Und wenn mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist, ganze Blut an. Dann sind die Aliens in Schuld, die auf deiner Seele oder was auch immer, was die sich da für eine Scheiße zusammenreimen. Dieses Mal versteckst du dich nicht. Ich hatte keine Wahl. Training kann ich schaden. Also wenn so ein paar Ratten die schon aufs Kreuz legen, ne? Hättest weglaufen sollen. Ja, ab, Anführer. Was sind das denn für Viecher? Totenkopf, Red Skorpion. Junge! Einfach in den Rücken! Mieser kleiner Wichser, du.
Die waren echt nicht leicht. Nuka World Schrottplatz. Du hast mehr Kampferfahrung als wir. Wie sollen wir vorgehen? Wartet einfach hier. Ich übernehme das. Du scheinst sehr auf dein Können zu vertrauen. Deine Entscheidung. Wir warten, bis du die meisten von ihnen getötet hast. Ihr seid zwar bekloppt, aber ich wünsche euch nicht unbedingt den Tod. Opa, Opa, Opa! Ups. Wieso hat das Hancock nicht gefallen? Hat er kein Herz für Spinne? Wie schön. Wetter wird besser. Das ist ja schon mal was. Hier rein nicht. Ob wir da was. Ja, machst du? Oder? Er macht's. Ich dachte schon, ist abgeschmiert. So, blablabla. Vielleicht kann ich sie ja hier umprogrammieren, ne? Geschafft. Protektronsteuerung. Dieses Interface ist für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen, der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Status. Persönlichkeitsmodus auswählen. Komm her, du machst hier. Er greift mich wenigstens nicht an, ne? Das ist schon mal was.
Einfach so eine Nuka-Quantum im Müll. Ey, der Arsch, ne? Alter. Fixnase, du. Komm, steh auf. Hast du ihn irgendwo gesehen? Ich hab ihn gesehen, ja. Was ein Fiesen, ey. Hab ich gelernt, da darf man nicht warten. Guck mal hier. Netzverteiler. Verdammt nochmal, ja. Und hier direkt Scuff. Black. Wessen das immer? Das wär's. Also die Protektrons hier wiederzubeleben ist keine gute Idee. Geschafft. Hier ist das. Vorsicht, wieso Vorsicht? Roter Prügler. Was ist ein roter Prügler und was kann der? Ne. Ich krieche es. Ich krieche es. Oh, lecker Schmecker. Finde ich gut. Endlich mal kriege ich es. So. Gut. Aber das ist ein perfekter Zeitpunkt, um mich bei euch fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, in der nächsten Folge gucken wir mal. Ist ein bisschen komisch hier, ganze Nuka World und so, ne? Weil ja, ich kann die Raider umballern offensichtlich. Finde ich erstmal gut. Ja, und ich helfe jetzt gerade hier den Scientologen. Das passt mir eigentlich gar nicht. Allerdings ist es eine Quest, ne? Und für Quests, wisst ihr, mache ich so einiges.
Und wir haben in der Folge noch zwei von diesen Starkernen aufgetrieben. Von daher kann ich ganz zufrieden sein. Ich wünsche euch was.